Bevor der zweite Teil von Transall 48 beginnt, möchte ich euch ganz kurz über zwei wichtige Informationen informieren. Zum einen, am 18. September wird die Transall 5099, die in Speyer steht, zweimal angeworfen. Das heißt, die Motoren geben Vollgas. Das ist einmal an dem Tag um 11 Uhr und einmal um 16 Uhr. Leute, Pflichtveranstaltung, ich selber werde auch da sein. Mega geil, ich freue mich. Und die zweite wichtige Info, an diesem Tag, am 18. September, wird es am Flugplatz drüben in Speyer auch Rundflüge mit der Brussard geben. Ich blende euch den Flieger gerade mal ein. Das ist ein Flugzeug mit einem 9-Zylinder-Sternmotor mit 451 PS, das seinen Erstflug 1951 hatte. Leute, mega geil. Wenn ihr auf sowas Bock habt, kommt vorbei, erlebt den Tag. Rundflüge, Transall, Technikmuseum, wow. Und jetzt viel Spaß mit Transall 48. Moin moin und herzlich willkommen auf meinem Channel Pilot Frank. Ihr könnt schon sehen im Hintergrund, ich bin im Speyer, habe vor dem Hangar der Flight Academy geparkt. Ich habe einen D-Zwert heute dabei und mit dem laufe ich jetzt rüber ins Technikmuseum, denn wir bekommen die Transall aufgeschlossen. Wir müssen noch ein paar Bilder machen, ein bisschen was vermessen, schauen, wo der Strom herkommt und so weiter. Und wir werden auf Twitch in der Transall heute live gehen. Das bedeutet, wenn ihr meinen Twitch-Channel noch nicht abonniert habt, dann macht das mal. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, da sind wir auf dem Gelände. Wir holen jetzt erstmal den Schlüssel von der Transall und dann gehen wir rüber und machen den Bock auf. This is the key for the Transall. Da ist das Objekt der Begierde. Herzlich willkommen in the Transall 5099. Ja, hier ist leicht Temperatur, aber bei unserem Event wird es kälter sein und wir machen alle Luken auf. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Klima hier drin, wirklich. So, und jetzt packen wir gleich, ich fange für euch jetzt noch ein paar coole Aufnahmen ein, jetzt packen wir gleich das Livestream-Setup aus und werden hier ein bisschen Livestream, ganz einfach. Naja, hatte die Pflicht, nichts mehr, das ist alles ausgebaut. Ah, geht noch, geht noch, geht noch. So, kleiner Fun Fact, ich zeige euch jetzt mal das Urinal in der Transall, wo man tatsächlich pissen konnte früher. Das sieht so aus hier. Das ist dieser Schacht. Da hat man seinen Rüssel reingehängt. Hier oben ein kleines Waschbecken. Mein Gimbal. Danke dir. Ja, jetzt habe ich meine Kamera am Laufen und meinen Stream am Laufen. Oh je, jetzt habe ich beides am Laufen. Ja, wir sind gerade im Cockpit der Transall 5099 und schauen uns gerade in aller Ruhe alles an. Machen ein bisschen sauber tatsächlich, räumen ein bisschen auf. Mega geil, sag ich euch. Der Uli ist gerade mal auf dem Dach, der schaut, dass da alles passt. Wir werden auf jeden Fall an dem Transall 48 den Hobel ein bisschen reinigen tatsächlich, sauber machen. Ja? Ehrenamt machen wir gern, damit der Hobel so lang wie möglich gut erhalten bleibt. So, und jetzt zeige ich euch ganz kurz nochmal, wo der Uli gerade ist. Nimm du mal kurz das Ding, viel Spaß. Jeder mal das live in die Hand gedrückt. Ja, ja, habt ihr gesehen, ne? Die Sonne blendet rein. Sehr, sehr schön, wirklich. So, ich muss das Cockpit nochmal filmen. Die zwei hält gerade den Live-Gimbal. So, ich bin jetzt mal wieder runter. Jetzt ist der Uli mit seinem Channel live gegangen auf Twitch. Hier ist es natürlich vom Licht her ein bisschen so lala. Das bedeutet für uns, ich werde auch Beleuchtung mitnehmen müssen, damit wir eben zur düsteren Jahreszeit, ich meine, es ist Mitte, Ende Oktober, hier ein vernünftiges Licht drin haben müssen. Also es wird schon ein bisschen Material hier reingeschleppt, ganz klar. Ja. Der Uli ist jetzt, wie gesagt, vorne im Cockpit live. Ja, und ich genieße hinten die Atmosphäre. Leute, mega. Also ich glaube, wenn ich so eine Transall irgendwie irgendwo hinbekommen würde,
Ich glaube, ich würde sie mehr ausbauen. Hier drin würde ich wohnen. Ja, mehr bräuchte ich nicht. Mehr bräuchte ich nicht als eine Transall. Tiny House mäßig. Platz ohne Ende. Kannst eine Bowlingbahn hier reinmachen. Ach je. Der Uli hat vorhin das Dach aufgemacht, jetzt muss er es wieder zumachen. So, Uli, klappt das? Oha. Ah. Nee, so nicht. Jetzt. Ja, jetzt sieht's gut aus. Ja, jetzt ist zu. Sehr gut. So, Kinders, wir sind eigentlich soweit durch. Ich war live, der Uli war live. Die Fenster sind wieder zu im Cockpit. Jetzt wird es hier drin wieder warm und wir flüchten jetzt. Wir werden jetzt in aller Gemütlichkeit hier irgendwo noch was futtern. Und dann fliegen wir wieder heim mit der Charlie Victor. Als Partner darf ich euch heute präsentieren die Skyfox Group. Ein Piloten-Online-Shop sowie eine Flugzeug-Maintenance. Abgeschlossen.